Hey Lieben, es ist wieder Workout-Zeit. Wer das letzte Video gesehen hat, da war der Schwerpunkt des Workouts Oberkörper. Heute soll es ein bisschen um die Beine gehen. Ich bin übrigens der Niklas, stehe hier im Auftrag von Strong Partners, um mit und für euch ein Workout zu gestalten. Wie gesagt, heute Schwerpunkt Beine. Alles, was ihr dazu braucht, habt ihr quasi schon bei euch, denn das ist nur der Körper. Räumt ein bisschen links und rechts von euch was frei, ruft vielleicht noch die Familie, die WG zusammen, haltet ein bisschen Sicherheitsabstand, denn gemeinsam macht es doch immer noch am meisten Spaß. Okay, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Workout starten, möchte ich heute auf zwei technische Sachen eingehen, die sind ganz, ganz wichtig, damit wir nachher nicht in unserem Flow gestört werden, machen wir die jetzt vorneweg. Dazu kann die Musik ruhig leise schon mal ein bisschen laufen, dreht die Boxen also schon etwas auf. Okay, zwei Übungen sind besonders wichtig. Ich drehe mich erstmal seitlich zu euch für den Ausfallschritt. Dazu einen großen Ausfallschritt, wie der Name schon sagt, nach vorne. Das hintere Bein nach hinten, Knie ist knapp über dem Boden. Das ist auch so ein bisschen Balanceakt. Wichtig ist jetzt, dass das vordere Knie nicht zu weit nach vorne wandert. Also es darf auf keinen Fall über die Zehenspitzen nach vorne hinausgedrückt werden, sondern muss eher über dem Fußgelenk stehen bleiben. Wichtig ist außerdem, gerade Oberkörper, Brust raus und haltet die Spannung im Bauch. Okay? Einmal zurückdrücken. Andere Seite, was ich noch vergessen habe, das Gewicht ist vorne immer auf der Ferse. Okay? Ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Das war die erste Übung, die besonders wichtig sein soll für heute. Die zweite Übung ist der Squat bei einem Beintraining nicht wegzudenken. Dazu stellt ihr euch etwas weiter als schulterbreit auf, Zehenspitzen leicht nach außen und dann mit geradem Oberkörper. Ganz, ganz wichtig. Brust raus, Bauch unter Spannung, geht es nach unten und von der Tendenz her. Das ist ganz wichtig. Jetzt dreht ihr mich nochmal seitlich. Mit dem Gesäß nach hinten, also hier hin. Ja, niemals die Knie nach vorne verschieben. Dann gehen wir zur Augenunter und der Oberkörper ist ebenfalls gerade, was schon mal gut ist. Aber die Knie dürfen nicht zu weit nach vorne, sondern müssen möglichst über den Fußgelenken stehen bleiben. Für die Balance könnt ihr gerne, so wie ich es hier auch mache, die Hände mit nach vorne nehmen. Eine wichtige Sache noch zur Kniestellung: weder nach innen noch zu weit nach außen, sondern versucht auch hier genau über euren Fußgelenken zu bleiben. Sehr schön. Wenn wir das haben, kann es losgehen. Wie gesagt, wir erwärmen uns erstmal. Dazu dürft ihr locker anfangen, auf der Stelle zu laufen. Auf geht's. Jetzt können wir die Musik noch etwas weiter aufdrehen. Nehmt die Arme mit dazu. Die hängen nicht links und rechts schlaff runter, sondern die sind immer mit dabei. Sehr, sehr geil. Und jetzt gehen die Knie mal ein Stück weiter nach oben. Auf geht's. Komm mal. Sehr, sehr gut. Schön hoch, immer ein Stück weiter nach oben. Sehr, sehr geil. Okay, Übungswechsel. Jetzt einmal die Fersen hinten ans Gesäß. Auf geht's. Sehr schön. Halt das Tempo. Und noch einmal die Knie nach oben. Und ein letztes Mal die Fersen ans Gesäß. Sehr schön. Das soll uns soweit reichen. Jetzt gehen wir in so ein bisschen Mobilisation, Movement Preparation über. Dazu stellt ihr euch als erstes auf das rechte Bein. Linkes Knie in die Hand. Bis es hier hinten am Oberschenkel schon ein bisschen zieht. Also eine Grundspannung vorhanden ist. Dann den Impuls nach oben. Und eben der tiefe besagte Ausfallschritt nach vorne. Ich mache das nochmal seitlich vor. Halten, den Impuls nach oben, tiefer Ausfallschritt nach vorne, Gewicht auf der Ferse und dann das Becken nach vorne unten zum Boden. Sehr schön, Seitenwechsel auf das linke Bein, rechtes Knie in die Hand, den Impuls nach oben, tiefer Ausfallschritt und das Becken nach unten vor. Sehr schön. Jetzt wird es etwas komplizierter. Wir schnappen uns Knöchel, stabilisieren am Knie, sodass das hier ungefähr eine Ebene bildet. Und dann auch hier den Impuls nach oben. Tiefer Ausfallschritt nach vorne, Balance halten. Einmal reinfallen lassen, wieder rausdrücken und das Ganze auf der anderen Seite. Den Impuls nach oben, tiefer Ausfallschritt reinfallen lassen und wieder rausdrücken. Nochmal die erste Seite. Den Impuls reinfallen lassen. Rausdrücken, den Impuls reinfallen lassen, rausdrücken, einmal machen wir das noch, den Impuls reinfallen und wieder raus,
und den Impuls reinfallen und wieder raus. Sehr schön. Einmal die Beine ausschütteln. Jetzt kommt die zweite wichtige Übung, die wir vorhin schon geübt haben. Das sind die Squats. Also etwas weiter als schulterbreit stehen und tief und hoch. 10 Mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Jetzt machen wir sogenannte Pistol Squats. Das heißt, wir konzentrieren uns auf einen Bein. In dem Fall fangen wir mit dem rechten an. Gewicht ist möglichst auf der Ferse. Hände wieder nach vorne für das Gleichgewicht. Und dann gehen wir auf einem Bein so tief, wie es geht. Und wieder nach oben. Und nochmal tief. Und wieder hoch. Sehr gut. So tief, wie es geht, ohne umzufallen. Und wieder nach oben. 3, 4 und 5. Sehr schön. Einmal ausschütteln, dann ist das andere Bein dran. Linkes Bein. 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr schön. Hier einmal ausschütteln an der Stelle. Dann grätschen wir mit den Beinen auf. Beine sind durchgestreckt. Oberkörper ist gerade und wir kippen nach vorne ab und fangen an zu wippen. Sehr schön. Dann orientieren wir uns mal nach links und rechts zu den Oberschenkeln. Daraus werden langsam Kreise, das heißt über rechts, nach unten, links, nach oben. Den Oberkörper rotieren lassen. Richtungswechsel. Sehr schön. Okay. Einmal die Füße enger zusammen. Und dann lassen wir die Hüften kreisen. Das Ganze also eine Etage weiter nach oben. Sehr schön. Nochmal ausschütteln, dann die Füße ganz eng zusammen. Dann dürfen wir mit gestreckten Beinen so weit wie möglich nach unten und wandern von links nach rechts um die Füße. Von links nach rechts, immer wippende Bewegungen, wir dehnen immer dynamisch vor dem Sport, vor der Belastung. Ganz, ganz wichtig. Noch 3, 2, 1. Ohne Ausschütteln. Sehr gut, das war's soweit fürs Warm-up, für Movement Preparation. Jetzt sind wir richtig bereit für den Hauptteil des Workouts. Wir starten unser Tabata mit Squats. Haben wir jetzt heute schon häufig gemacht, das heißt, ihr seid inzwischen Experten. Dabei gehen wir tief runter und wippen unten. Also nicht wieder hochgehen, sondern unten halten. Gewicht ist auf der Ferse, Oberkörper gerade, Bauch unter Spannung. Unten halten, das ist die erste Übung. Für die zweite Übung braucht ihr jetzt wirklich ein bisschen Platz. Denn wir machen die sogenannten Squat Jumps. Dazu tief runter und dann drücken wir uns nach oben raus. Hände sind vorne, wenn wir tief sind. Und wandern nach hinten, wenn wir uns rausstrecken. Schön weit nach außen. Volle Power. Leise landen, so leise wie es irgendwie geht. Das ist die zweite Übung. Als dritte Übung konzentrieren wir uns wieder auf ein Bein. Gehen also tief runter, in dem Fall auf das rechte. Und verlassen das Bein nicht. Das heißt, das Gewicht bleibt dauerhaft auf dem rechten Bein. Ihr bleibt so tief wie es geht, Oberkörper aufrecht. Und mit dem linken Bein machen wir nichts anderes, als immer ran und wieder wegzutippen. Der Fairness halber muss natürlich auch das linke Bein dran glauben. Das ist dann die vierte Übung. Okay, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ansonsten spult nochmal zurück, guckt es euch nochmal an, denn jetzt geht es los. Sehr geil. Erste Übung. Squats tief unten und halten. Auf geht's. Hosen halten und wippen. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Wenn ihr mit mehreren seid, kontrolliert euch mal gegenseitig. Guckt euch eure Haltung an. Ansonsten schaut euch an, wie ich das mache und versucht es bestmöglich nachzumachen. Okay, kurze Pause, überlegen, was war nochmal die zweite Übung? Ach ja, Squat Jumps. Einmal ausschütteln und dann geht's los. Rausdrücken und wieder runter. Sehr schön. Jawohl, komm mal. Jetzt versteht ihr langsam, warum es Beine Workout heißt. Weiter durchziehen.
Okay, nochmal aufschütteln. Wir starten mit dem rechten Bein. Tief runter und immer seitlich ran. Das Gewicht bleibt auf diesem Fuß. So tief runter, wie es geht. Komm mal. Sehr, sehr gut. Jawohl, komm mal und durchziehen. Okay, nochmal ausschütteln. Das linke Bein. Auf geht's. Tief durchatmen, Pause ist gleich vorbei. Und weiter geht's. Das Lächeln nicht vergessen dabei. Dann ist es gar nicht mehr so anstrengend. Komm mal. Sehr, sehr gut sieht das aus. Bleibt aufrecht im Oberkörper, bleibt tief. Sehr schön. Okay, das war die Hälfte. Wir starten noch einmal bei Übung 1. Squats, unten halten und wippen. Auf geht's, unten halten, wippen. Sehr, sehr gut. Come on, zweite Runde. Jede Übung noch einmal, dann habt ihr es geschafft. Und Pause. Zweite Übung, Squat Jumps, es wird nochmal intensiv. Nicht nachlassen. Hoch raus und tief runter. Und auf geht's. Leise landen. Come on. Sehr, sehr geil. Durchziehen. Jawohl. Nochmal ausschütteln. Vorletzte Übung. Das rechte Bein noch einmal, dann das linke Bein. Dann ist der High-Intensity-Teil vorbei. Und tief. Oberkörper aufrecht. Und noch ein Stück tiefer. Come on, das könnt ihr. Okay, noch einmal ausschütteln. Eine letzte Runde. Come on, linkes Bein, tief runter und durchziehen. Und auf geht's. Tief, tief, tief. Oberkörper aufrecht, Bauch unter Spannung. Come on, letzte Sekunde. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Einmal ausschütteln, das haben wir geschafft. Tief durchatmen, vielleicht kurz einen Schluck trinken. Kurz dabei natürlich auf Stopp drücken, denn hier geht es jetzt weiter mit dem Finisher. Okay, für den Finisher sind zwei Übungen von zentraler Bedeutung. Ihr könnt es euch denken, welche das sind. Einmal die Ausfallschritte und einmal Squats. Jetzt sind aber nicht nur die technische Ausführung von Bedeutung, sondern ihr braucht auch ein bisschen Taktgefühl. Die Einfachheit halber zähle ich das Ganze mal mit. Und zwar wollen wir in den Ausfallschritt runtergehen. Wir starten mit dem rechten Bein vorne, wippen dann 1, 2, 3, 4 Mal. Dann ein kurzer dynamischer Sprung in der Mitte zusammen und auf die andere Seite. Linkes Bein nach vorne, 1, 2, 3, 4, in der Mitte zusammen und dann geht es auseinander zum Squat. 1, 2, 3, 4. Das ist der Rhythmus. Es wird noch ein bisschen schneller. Ihr könnt es zu Hause nochmal üben, aber nochmal zurückspulen. Denn wir fangen jetzt alle gemeinsam an. Das Lied beginnt. Wir fangen schon mal an zu wippen. Wir gewöhnen uns an den Rhythmus. Und auf mein Zeichen geht es dann gleich los. Komm mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. 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 Come on! Sehr, sehr geil! 1, 2, 3, 4 und 1! Sehr schön!
2 Minuten geht das Ganze. Sehr, sehr geil. Come on. Durchziehen. Aufrecht bleiben! Und eins! Komm on! Und eins! Und eins! Jetzt weg! Komm on! Und eins! Zwei, drei, vier! Sehr schön! Ihr habt es geschafft, Beine mal auszuschütteln. Jetzt spürt ihr langsam das Laktat, die Übersäuerung. Das ist aber gar kein Problem, denn genau dafür machen wir das Ganze. Tief durchatmen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie wir. Denkt dran, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal. Euer Niklas.